Microsoft möchte natürlich demonstrieren, was Word grafisch alles so drauf hat. Und deshalb ist eine Form, wenn du sie aufziehst, ich nehme mal ein abgerundetes Rechteck, eben nicht nur ganz normal mit einer schwarzen Kontur, sondern farbig, mit einem Verlauf und sogar einem Schlagschatten. Und wenn man das nicht so schätzt, dann muss man das mit einem Doppelklick alles einzeln über diese Einstellungen korrigieren, beziehungsweise selbstverständlich kann man auch direkt so eine voreingestellte Vorlage wählen wie diese hier. Nun aber, wenn du das nächste Mal wieder eine Form aufziehen möchtest, weil ich ja in nächster Zeit doch einige aufziehen werde, blende ich diesen Medienbrowser ein. Hier in diesem Reiter sind alle Formen auf einmal. Wenn ich jetzt also eine nächste Form aufziehe, habe ich wieder dasselbe Problem. Nun, es gibt zumindest zwei Tricks, die dir helfen, effizienter zu arbeiten. Der eine ist das Formatübertragen-Werkzeug. Du wählst eine Form aus, die eben das richtige Format hat, klickst auf dieses Pinselwerkzeug und anschließend auf die nächste Form und zugleich wird der Stil übertragen. Eine nächste Möglichkeit wäre, mit einem Rechtsklick auf diese Form im Kontextmenü eben als Standardform festlegen, wählen und wenn du anschließend jetzt eine nächste Form aufziehst, so siehst du, sind diese Attribute zumindest jetzt in diesem Dokument so eingestellt. Bei einer neuen Datei musst du das wieder erneut einstellen.